Hallo und willkommen zu SWR Aktuell um 6. An diesem eigentlich fröhlichen Fastnachtstag, der überschattet wird von den Ereignissen im hessischen Hanau. Ein Mann soll dort gestern Abend 9 Menschen erschossen haben. Auch bei uns im Land herrscht vielerorts Fassungslosigkeit. Im Prozess um den Mühlenbrand in Kirchberg im Kreis Schwäbisch Hall ist heute vor dem Amtsgericht Langenburg ein Urteil gefallen. Der 24-jährige Angeklagte wurde freigesprochen. Bei dem Brand 2015 hatte Löschwasser große Mengen Kunstdünger in den Fluss gespült und ein massives Fischsterben ausgelöst. Die IG Metall Baden-Württemberg hat sich für vorgezogene Verhandlungen mit den Arbeitgebern ausgesprochen. Das hat heute die große Tarifkommission der Gewerkschaft in Sindelfingen einstimmig beschlossen. Eine konkrete Lohnforderung der Gewerkschaft gibt es nicht. Meister und Techniker liegen beim Gesamteinkommen die meiste Zeit ihres Lebens vorn. Erst mit Anfang 60 werden sie von den Akademikern überholt, die dann durchschnittlich ein höheres Lebenseinkommen haben. Das geht aus einer Studie hervor, die der baden-württembergische Industrie- und Handelskammertag vorgestellt hat. Ein Studium hat sich demnach in der Vergangenheit erst mit Mitte 30 finanziell gelohnt. Bis zu einem Alter von 35 hatten Akademiker weniger Lebenseinkommen angesammelt als Menschen mit Ausbildung. Mit 35 hatten Menschen mit Ausbildung und Studium um die 260.000 Euro verdient. Meister und Techniker kamen zu dem Zeitpunkt schon auf rund 355.000 Euro. Das Deutsche Rote Kreuz will in Esslingen eine Quarantänestation für Coronavirus-Patienten einrichten. Nach Informationen des DRK werde es keine Kaserne und kein Krankenhaus sein. In der Quarantänestation sollen Reisende aus Japan untergebracht werden. Es gebe Hinweise, dass Passagiere von dort am Stuttgarter Flughafen eintreffen könnten. Diese seien zwar bislang negativ auf das Virus getestet worden, sollen aber wohl Kontakt mit Infizierten gehabt haben. In Baden-Württemberg wurde bislang kein Coronavirus-Fall nachgewiesen. Im Nationalpark Schwarzwald soll ein Bereich vergrößert werden, in dem die Natur komplett sich selbst überlassen bleibt. Das hat der Nationalparkrat entschieden. Künftig soll demnach die Hälfte der Parkfläche zur sogenannten Kernzone gehören, in der überhaupt nicht mehr von Menschen in Naturprozesse eingegriffen wird. Nach den internationalen Richtlinien für Nationalparks müssen nach 30 Jahren 3/4 des Nationalparks Schwarzwald Kernzone sein. In Berlin hat die KEF heute ihre Empfehlung vorgelegt. Die KEF ist eine unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie bestimmt, wie viel Geld wir für Radio, Fernsehen und die Online-Programme des SWR zahlen. Trotz der schrecklichen Ereignisse in Hanau fanden heute vielerorts Fastnetzveranstaltungen statt. Traditionell findet an diesem schmutzigen Dunstig auch das Stockacher Narrengericht statt. Das Stockacher Narrengericht ist vor allem dafür bekannt, dass viele Politiker verurteilt werden. Unter den bekanntesten waren auch Angela Merkel, Winfried Kretschmann und Thomas Strobel. Dieses Jahr ist Cem Özdemir von den Grünen dran. Auch er zeigte sich betroffen von den Ereignissen in Hanau. Mit dem heutigen Donnerstag vor Aschermittwoch startet die schwäbisch-alemannische Fastnacht so richtig durch. Jetzt sind wirklich überall die Narren und Hexen los und das lassen sie auch die Bevölkerung ziemlich lautstark wissen. Und jetzt kommen noch die Wetterbilder des Tages. Und wie das Wetter im Rest des Landes wird, das sagt Ihnen gleich Sven Plöger. Und im Anschluss geht es närrisch weiter mit unseren Fastnachtstars aus Donsdorf. Nachrichten können Sie jederzeit auch in der SWR Aktuell-App nachlesen. Die nächsten Nachrichten hier dann wieder um 19:30 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend. Tschüss.